Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Ja, meine kleine Herbstreihe geht weiter. Heute habe ich für euch diese süße Mini-Zierschachtel. Gestaltet ist sie wie so ein kleines Dirndl, passend jetzt zum Herbst, zum Oktoberfest, aber auch wenn man einfach eine Kleinigkeit verschenken möchte, vielleicht auch an einen Dirndl-Fan, jemand, der gerne Dirndl trägt oder dieser Region sehr zugetan ist, finde ich es eine ganz süße Idee. Die ist übrigens schon älter, liegt auch schon eine Weile bei mir in meinen Vorlagen, die ich gerne mal machen würde. Und ich habe sie jetzt einfach auf die kleine Mini-Zierschachtel umgestaltet, denn ursprünglich war das mal eine Idee mit einer großen Schachtel, die es ja vorher gab. Und ich finde ja, das ist immer auch eine süße Idee, passt auch zu vielen Gelegenheiten. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Was habe ich dazu verwendet? Zum einen das Produktpaket Kleine Freude, das findet ihr auf der Seite 21 im Herbst-Winter-Katalog. Das ist das Stempelset Kleine Freude und die passenden Stanzformen Zierschachtel bzw. Mini-Zierschachtel. Und das ist ein absoluter Renner. Ganz viele von euch haben sie sich ja schon bestellt, weil diese kleine Schachtel ist einfach zu süß. Man kann die ganz vielfältig verwenden und für viele Gelegenheiten nutzen. Das ist also dieses Set. Dann braucht ihr ein bisschen Papier. Zum einen habe ich genommen Designerpapier, das ist das InColor 2019-2021. Es hat die Maße 15,2 x 15,2 cm bzw. 6 Inch x 6 Inch. Das ist also ein Bogen aus dieser Reihe. Dann braucht ihr ein kleines Stück, ein Reststück flüsterweißen Farbkarton und ihr braucht ein Stück Wildleder in den Maßen 5,5 x 19 cm bzw. 2,5 Inch x 7,5 Inch. Dann habe ich verwendet ein Stempelkissen in Wildleder. Ich verwende das Geschenkband mit Häkelbordüre, in dem Fall in Rauchblau, weil auch mein Designerpapier rauchblau ist. Dann brauchen wir noch ein bisschen Band hier vorne für die Schnürung und ein bisschen Klebemittel. Und das war's auch schon. Wie gehen wir vor? Zunächst stanzen wir uns die Form aus und das müsst ihr auf zweimal machen. Also einmal stanzt ihr euch komplett die Mini-Zierschachtel aus dem Designerpapier aus und dann im zweiten Schritt stanzt ihr euch diese Form hier, also diese längliche Form aus dem Wildleder aus. Legt es hier drauf, das passt also genau drauf. Und dann bleiben hier rechts und links so kleine Überstände und der Rest fällt ab, denn wir brauchen ja beide Formen, um diese zweifache Schachtel herzustellen. Genau, das macht ihr als allererstes. Und wenn ihr das ausgestanzt habt, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet, dann sieht das Ganze so aus. Ihr habt also jetzt hier dieses Stück aus dem Wildlederkarton und ihr habt einmal das Designerpapier komplett. Und vom Designerpapier brauchen wir jetzt nur die Stücke, wo der Henkel praktisch dran ist und den anderen Rest schneiden wir weg. Einmal einfach entlang der Falzung abschneiden. So. Dann knicken wir uns die Falzung einmal nach. Auch an dieser. Und jetzt legen wir uns das Wildleder in diese Form rein, wo die Griffe praktisch sind. Also einmal so. Und dann seht ihr schon, wie die Form entsteht. Das kleben wir uns jetzt fest. Geht am besten mit Flüssigkleber, kann man noch ein bisschen korrigieren. Und ihr könnt euch jetzt an den Ausstanzungen orientieren. Das muss eben dann passgenau hier drauf sitzen. Einmal gut festdrücken. Und schon habt ihr die eigentliche Grundform wiederhergestellt. So sieht es jetzt von innen aus.
so von außen. Und jetzt haben wir im Prinzip wieder die alte Grundform. Nehmen wir uns ein Falzbein, machen uns ein bisschen hier die Rundungen. So. Und jetzt brauche ich die Stanzungen für die Schnürung. Und da habe ich ein bisschen rumgetüftelt und habe mir dann ein Muster gemacht. Ich habe mir praktisch ein Stück alten Farbkarton genommen und habe ausprobiert, wo sitzen die Löcher am geschicktesten, wie weit hoch oder wie weit runter muss ich gehen. Und dieses Musterstück, das lege ich mir jetzt einfach hier drauf und kann dann so die Löcher passgenau durchstechen, so im Stechwerkzeug. Ihr könnt euch das auch erst anzeichnen und dann durchstechen, aber es geht eben mit dieser Schablone wirklich auch so. So, damit habe ich die Löcher, eben auch wenn ich mehrere Schachteln gestalten möchte, immer wieder schnell und zielsicher da drauf gebracht. Genau. Und hier unten kommt jetzt zur Verzierung ein Stück Kordel drauf. Das ist gar nicht viel, braucht man nicht viel. Hier habe ich übrigens die Wellenkante genommen, dieses Spitzenband mit Wellenkante. Ich fand, das passt jetzt hier zu dem Rosanen auch ganz gut. Und hier verwende ich eben jetzt dieses Blaue. Legen wir uns einmal hier so drum und kleben es dann hinten mit ein paar Klebegrad fest. Man könnte jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, würde auch funktionieren. Aber das hält auch so. Einfach ein bisschen auf Spannung gehen. Umlegen. Und dann festkleben. Wer möchte, kann jetzt hier nochmal was drüber machen zur Verzierung, damit man das dann innen nicht so sieht. Oder man legt das Band komplett einmal hier nach innen rein. Das kann man auch machen. So, und jetzt geht es an die Schnürung. Dafür braucht ihr eben jetzt ein Stück Faden, Kordel, was auch immer ihr habt. Und dann geht es am besten mit einer stumpfen Nadel. Und hier stecht ihr dann einmal durch und geht die Schnürung einmal lang. Guckt, dass die Kordel dann vorne schön liegt, also dass sie gerade ist, nicht verdreht. Umso schöner sieht die Schnürung dann aus. So, einmal, dann die andere Seite. Da geht es eben gegen gleich nach oben. Wieder gucken. Ihr kennt es ja. So, und einmal hier oben raus noch. Dann binden wir das Ganze zu. Machen die Schleife noch ein bisschen kleiner, dann sieht es hübscher aus. Die Schachtel ist ja nicht so groß. So. Enden abschneiden. Und ruckzuck hat man diese hübsche Schnürung fertig. Und jetzt setzen wir uns die Schachtel zusammen. Springt sie nochmal auf. Einmal. Und zweimal.
Und schon ist die Schachtel fertig. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Anhänger gestaltet. Klein, aber fein. Das ist auch aus dem Stempelset passend. Und dafür brauchen wir ein Stück weißen Farbkarton. Ich habe mir den Spruch klein, aber fein schon auf den Block gezogen. Stempel mir den einmal in Wildleder ab. So. Und dann könnt ihr aus den Reststücken hier, die ihr vorhin abgeschnitten habt, könnt ihr jetzt dieses kleine Herz ausstanzen. Dann nehmt ihr euch hier diese Herzstanzform, legt die hier drauf, schiebt die einmal durch die Stanzmaschine. Dann bekommt ihr so ein kleines Herz. Und jetzt möchte ich ja das innere Herz noch gestalten, die mit dem Spruch. Und da nehme ich mir jetzt die Stanzform, die ich jetzt eben für die Ausstanzung vom Designerpapier verwendet habe, lege mir die auf den Spruch. Und zwar so, dass der Spruch genau hier in die Innenkanten vom Herz passt. So, passt das ungefähr. Dann nehme ich mir einen Bleistift, fahre mir die inneren Kanten einmal nach. Und hier oben ist ja jetzt diese Lochung, da muss man dann ein bisschen improvisieren. Da muss man dann einfach die Kanten so von Hand noch ein bisschen zuziehen. So, das schneide ich mir jetzt aus. Genau, mache die Bleistiftstriche noch ein bisschen weg. Und klebe mir das Ganze dann aufs Designerpapier drauf. Und zwar so, dass hier das Loch noch ein bisschen frei bleibt. Kleines Stück. Dann könnt ihr nämlich den Faden da noch durchführen. So. Nehmen wir uns das Stück Restfaden. Ihr könnt auch eine dünne Schnur nehmen. Das geht auch. Einmal hier durch. Zubinden oder zu knoten, besser gesagt. So. Und dann kann man das Ganze an der Schachtel befestigen. Einmal hier oben am Griff. Und somit ist der Anhänger auch fertig. Also, eine wirklich süße, nette Idee. Wenn man einmal dieses Muster für die Lochung hat, ist es wirklich kein Hexenwerk mehr, weil man einfach wieder in der nächsten Schachtel auch wieder die Punkte aufsetzen kann und dann passt es auch immer. Einmal blau, einmal rosa, je nachdem, was gefällt, wie es passt. Ich finde eine schöne Idee, vielleicht auch für euch. Würde mich freuen, wenn ihr sie nachbastelt. Die Anleitung dazu findet ihr wie immer unter www.stempelbund.de. Das kennt ihr ja schon. Und denkt bitte dran, es läuft auch noch die Designerpapieraktion. 3 kaufen, 1 gratis auf die ausgewählten Designerpapiere. Die Infos findet ihr auch auf meiner Homepage www.stempelbund.de. Genau, dann bleibt schön kreativ. Vielleicht bastelt ihr die Schachtel ja nach, verschenkt sie. Würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Bastelvideo. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.